Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 15 im Karrieremodus. Ja, wie ihr vielleicht schon hört, ich bin etwas angeschlagen, was die Stimme angeht. Eine leichte Erkältung, aber ich hoffe, das stört nicht so sehr. Falls ich husten sollte oder mal lesen sollte, werde ich das rausschneiden und ja, hoffentlich kriegt ihr davon nichts mit. So, im letzten Part haben wir ja uns gut geschlagen im Pokal gegen Mainz 05 und die wollen jetzt die Revanche in der Liga. Jetzt schauen wir mal unser Team an. Das sieht nicht wirklich ausgeruht aus. Macchiardi ist auch von der 74 runtergegangen auf die 73, sofern ich mich dran erinnern konnte. Irgendwann zumindest. Ja, und dann kam noch der Vorschlag, dass wir mal den Yildirim spielen lassen. Der hat sich ja eigentlich auch schon ein bisschen entwickelt. Ist, glaube ich, bei 67 gestartet. Ist jetzt auf 69 hoch. Den könnte man eigentlich mal einsetzen. Und ja, ich würde sagen, den schauen wir uns mal an hier. Ja gut, der Öztunali ist defensiv ein bisschen stärker. Aber das wird schon, oder? Ja doch, wir setzen den Yildirim für Öztunali ein. Der beginnt auf der Bank. Dann holen wir den Devi Selke mal für die Santo rein. Und Finn Bartels ersetzt Julian Brandt. Defensiv sieht das eigentlich noch ganz gut aus. Da müssen wir nichts machen. So, hätten wir das umgestellt und ich würde sagen, dann sehen wir uns im Spiel gegen Mainz wieder. Da wären wir an der Ivy Lane, wo Mainz jetzt anscheinend spielt. Und ja, jetzt kommt auch das Publikum endlich ins Spiel und ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los. Ich hoffe, ich habe es noch einigermaßen drauf. Ich hatte jetzt eine längere Pause. Es ist hier Montag, der 6. Oktober sollte jetzt sein heute. Und ich habe das ganze Wochenende über gar nicht gespielt. Auch Donnerstag gar nicht. Obwohl, doch, Donnerstag habe ich ein bisschen gespielt. Aber ob das so hilft? Das war eigentlich eine ganz gute Angriffskombination. Besser als ich dachte. Leider der Pass auf Junosovic nicht ganz perfekt. Das hätte schon mal der erste Angriff sein können. Bin mal gespannt, wie Mainz jetzt hier die Sache angeht. Wir waren ja doch besser im Pokal, haben eigentlich das relativ sicher gewonnen. Jetzt tricks jetzt aber aus hier. Hau weg die Scheiße, jawohl. Oh, oh, da stehen sie aber ganz schön alleine da. Hui, 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 hui. So, Finn, zeig mal, was du drauf hast. Lauf mal weg hier. Oh, hätte ja klappen können. So, wo ist Finn? Was macht er da oben? Stellen wir den mal außen hier. Oh, schade. Da legt sich Macchiardi den Ball zu weit vor. Und hat sich da anscheinend auch noch verletzt. Das ist nicht so prickelnd. Oh, das war ein bisschen riskant. So, ganz schön lässig hier, die Leute. Oh, ja, Gebre Selassie, da hättest du mal früher spielen sollen. Ich hoffe, mit Macchiardi ist das jetzt nicht allzu schlimm. Prödel ist mal ein bisschen mit nach vorne gelaufen. Er sollte sich jetzt aber wieder nach hinten orientieren. So, Gebre Selassie läuft mal durch, aber wird weggedrängt. Einfach so. Na, na, na. Oh Leute, jetzt kommt mal hier. Wo soll er denn hinwerfen? Oh, shit. Oh, shit. Konter nach Standardsituation. Das liebe ich, ja. Da verkacke ich nämlich regelmäßig. Zumindest war das früher so. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier besser läuft. Und weghauen. Jawohl. So, Davy. Nur mehr in Solo. Junosovic auf Hajrovic. Alter, ist kein wirklicher Platz. Oh, der ging weiter weg, als ich dachte. Macchiardi ist angeschlagen, den müssen wir rausnehmen. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen durch. Oh, oh, oh.
Läuft nicht wirklich hier. Das war gar nichts. Ach komm, ne? Ist ein bisschen, also, ne? Ne, Schiri? Finde ich jetzt nicht so prickelnd, dass du da einfach gepfiffen hast. Ich finde aber eins. Nö, nö, nö. So, jawoll. Und rein damit! Divisecki! Mit dem 1:0. Das sah ja gar nicht danach aus. Mainz hat ziemlich gut gearbeitet. Hintenrum waren für immer viele Personen, aber jetzt kam Bartels einmal durch. Und Secki hat einfach einen richtig guten Abschluss. Macht sein zweites Bundesliga-Tor als junger Bub. Und ich würde sagen, die Chance nutzen wir mal, um Macchiali jetzt hier rauszuholen. Ja, Öztunali ist wieder fit, wie es ausschaut. Aha. War das ein Anzeigefehler sonst? Der war ja eigentlich nicht so fit. Oh. Oh, oh, oh. So, ich hoffe, die Position ist für Hilderim auch okay. Ja, jetzt gehen sie aber hier zur Sache. Grätschen, grätschen, grätschen. Und das ist deren Einwurf. Alles klar. Hab ich ein bisschen anders gesehen. Ach, jetzt haben sie aber auch noch Glück hier, dass sie immer die Bälle bekommen. Und weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Jetzt Tsunali. Das ist doch ein schönes Spiel. Das ist doch ein schönes Spiel, Bartels. Oh! Oh! Was gibt's da? Abseits? Abseits. Mann. Das hätte das 2:0 werden müssen. Werden können. Die Chance war auf jeden Fall da. Sie war auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, ich hoffe, das schlägt mir jetzt nicht in die Fresse, dieser kleine Fehler. Beziehungsweise diese nicht genutzte Chance. So, kriegen wir das ein bisschen hin. Erstmal sicher nach hinten spielen. Und über die Außen. Ja, das war nicht die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. So stark ist der Bartels anscheinend nicht. Aber da hat er einen guten Einsatz. Stoppt den Angriff. Auch wenn Mainz da anscheinend nicht wirklich wusste, wo sie lang gehen sollen. Oh, rausdrücken, rausdrücken. Ach, da unten geht er hin. Sag das doch. So, die erste Halbzeit hätten wir ganz gut überstanden. 1:0 für Werder Bremen, für uns. Jetzt müssen wir bloß noch hoffen, dass wir das weiterpacken. Dass wir weiter Chancen kreieren, um dann auch mal zuzuschlagen. Weiß gar nicht, ob wir jetzt hier wechseln sollten. Der Brand ist auch wieder komplett fit. Könnte man eigentlich mal für den Hajrovic einwechseln, der jetzt nicht so, nein, der jetzt nicht so prickelnd gespielt hat. Machen wir das mal so. Und, ja, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Zweite Halbzeit kann losgehen. Mainz wechselt auch. Moritz für Salle. Ich weiß gar nicht, ob ich das Handtuch noch bringen sollte. Ist auch eigentlich nie schlecht zu haben, ne? Eine Auswechslung haben wir noch frei. Weg, 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 weg. Gibt's doch nicht, gibt's doch nicht, gibt's doch nicht, hau weg! Meine Güte! So. Uiuiuiui. Also wir können uns kaum hier in der Offensive entfalten. Lauf doch hinterher! Musovic.
Können die Bälle nicht halten. Ja, komm, jetzt werden wir auch noch hier so hart gefoult. Vom Moritz. Das ist eigentlich eine gelbe Karte wert. Also das war schon ein ziemlich hartes Foul. Ja, schauen wir mal, ob wir das weitermachen können. Ja, kriegen wir immerhin Einwurf. Immerhin. So, das Publikum wird lauter, wieso auch immer. Setzt doch einfach ganz normal den Ball durch. Da dreht er sich noch so schick. Da wollte er einfach zu viel. Delirium. Wollte er zeigen, was er kann als Jungspund. So, und ich merke hier wieder, ich gehe einfach immer auf die Gegenspieler rauf, anstatt mitzulaufen. Beziehungsweise die Passwege zuzumachen. Und jetzt sind wir so weit, dass der Torwart wieder nicht runtergeht. Wieso geht Wolf da einfach nicht runter und nimmt sich den Ball weg? Nö, er läuft einfach gegen den Gegenspieler. So, Bartels, hast du nochmal so einen Moment? Wie beim 1:0 rennt er einfach durch. Okay, Jörn. Als Tonali zuträge, konnte er nicht schnell genug reagieren und den Ball gleich abfangen. Ach was, gar nichts. Ganz normaler Zweikampf. Da muss man doch nicht pfeifen. 68. Minute. Noch sieht's ganz okay aus für uns. Ja, noch. Dann sollte ich aber aufhören, diese Fehler zu machen. So, was war da los? Vorteil? Weiß auch nicht, wieso der Pass so schlecht kam jetzt gerade. Höhenbrand, zeig mal, was du kannst hier. Was ein Trick. Wahnsinn, Sensation. So, und Mainz wird jetzt hier ziemlich asozial. Die faulen und faulen und faulen. So geht das aber nicht hier, Sami Alagui. Wir arbeiten uns jetzt hier wie im Football Yard für Jahr dran. Garcia. Yildirim! Boah, beim Debüt, das wäre es ja, das Tor. Leider nicht, leider nicht. Schauen wir mal, ob wir auf der Mitte der Ecke was rausbekommen. Aber es sieht, denke ich mal, nicht so aus. Ich kann diese Ecken noch nicht. Boah, nimmt der den schön mit der Hacke mit? Soll er mal lieber bleiben lassen? Nicht mit mir hier, Freundchen, nicht mit mir. So, ein bisschen pressen. Aber auch minder erfolgreich. Was macht er denn? Wow. Rückkehr. War das da unser eigener Mann, der den Ball so weit vorgelegt hat? Meine Güte. Gefährlich, gefährlich. Er braucht lange, um den Ball zu spielen. So, Seki, komm. Komm, Seki. 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 Seki, nein! Er macht es auch nicht. Karius hält. 82. Minute. So, den hauen wir mal ein bisschen nach hinten. Wupp. Komm, der geht ins Aus, der geht ins Aus. Kriegt den nicht. Den kriegt der. Verdammt. Oh, ich hätte gehofft, dass das auf jeden Fall leichter für uns ist zu verteidigen. Jetzt haben wir hier ihn auf die Außen gedrängt. Er ist weg. Komm. Ach du meine Güte. Was machen die jetzt für einen Druck hier? Was machen die jetzt für einen Druck? Hau weg. Du sollst den Ball doch nur weghauen. Wieso haut er den Ball nicht weg? Ah. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Das gibt es nicht. Da kriege ich dreimal den Ball irgendwie in der Luft. Aber sie hauen ihn einfach nicht weg. Sie bleiben einfach nur stehen und machen gar nichts. Da könnte Brandt auch mal ein bisschen laufen. Aber hat er anscheinend keine Lust zu.
Auch da verlieren wir den Ball. Hat sich ein bisschen angedeutet, dass Mainz jetzt hier noch was reißen kann. Aber die Auswechslung bringt jetzt eh nichts mehr. Das Spiel ist vorbei. 1:1 gegen Mainz. Was ein Scheißreim. Leider nur ein Punkt mitgenommen. Wir hatten die Führung. Selke hat ganz gut gespielt, hätte das 2-0 einfach machen müssen. Aber da hat Karius einfach gut pariert. Vielleicht hätte ich den noch einfach richtig reinbratzen müssen. So, na gut, was sehen wir denn hier? Cedric Macchiardi, überdehntes Knie, 3 Wochen fällt er aus. Schade, schade. So, was können wir dann machen? Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so stehen und simulieren ein wenig. Monatliches Scouting-Update, sehr schön. Und die Jugendspieler akzeptieren die Verträge. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, wie gut die wirklich sind. Was uns hier versprochen wurde, sobald die Simulation gestoppt ist. So. Monatliches Scouting. Oh, da sind ein paar dazugekommen. Sehen aber nicht so interessant aus. Ja. Vielleicht... Keine krassen Typen hier. Da warten wir erstmal noch. So. Valmir Efzev. Schauen wir mal. So, Macchiardi ist immer noch verletzt. Den lassen wir mal raus. Da holen wir mal den Öztunali rein. Und dann schauen wir mal, wo sind sie denn hier? Müller 53, Efzev 55. Ich würde sagen, die verleihen wir mal. Und dann können wir bestimmt sehen, ob die sich gut entwickeln, ob sich das überhaupt lohnt. So, jetzt nehmen wir nochmal kurz ein bisschen die Ausstellung. Wen können wir denn fürs nächste Mal nehmen, damit wir da gleich loslegen können? Ich würde sagen, Finn Bartels hat das ganz gut gemacht, aber wir wollen ja den Julian Brandt fördern. Und hier den Yildirim, ja, auch. Aber der Barkfrede kann das machen. Und dann sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. Garcia hat ein bisschen weniger Ausdauer. Es ist einfach nur ein kleiner Anzeigefehler hier, dass die Ausdaueranzeige ein bisschen anders aussieht. Aber Gribisse lasse ich auch. Egal. So weit, so gut. Nach einer kurzen Pause war das Spiel ganz okay. Aber man merkt schon, ne? Man muss da ein bisschen drin sein. Und ich denke mal, die nächsten Spiele werden wieder besser. Vor allen Dingen gegen Stuttgart. Da müssen wir eigentlich... Dreier holen, ne? Stuttgart Abstiegskandidat Nummer 1, hoffentlich. Mal sehen. Hoffentlich sind es wir nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.